München. Voll schön, dass ihr alle hierher gekommen seid, in die Neustadt, zu der Veranstaltung Russland Punk Antifa von Solid Bremen. Hier mit mir auf dem Podium sitzen Dennis und Hannes, die sich gleich auch nochmal kurz selber vorstellen. Ja, voll cool, dass ihr hergekommen seid. Genau. Hannes, möchtest du dich kurz vorstellen? Ja, moin Leute, ich bin Hannes, hi. Ich bin eingeladen worden, weil ich vor ein paar Jahren in einer Punkband gespielt habe, die in Russland auf Tour war, und von dieser Tour, auf der einiges passiert ist, mit Nazi-Bezug, werde ich euch nachher erzählen. Jo. Ja, wie schon gesagt, ich bin Dennis aus Düsseldorf. Ich bin Russe und daher, wie gesagt, passe ich ganz gut hier in den Kontext rein. Ich bin Anarchist, Antifaschist aus Düsseldorf, wie gesagt, und werde euch also, wie gesagt, ein bisschen erläutern, also die Antifa-Strukturen, also Entwicklung, Entstehung Antifa-Subkultur in Russland und wie gesagt, also auf die Neonazis natürlich würde ich auch noch eingehen. Wie gesagt, also meine Information, meine Sichtweise, also wie gesagt, ich betone es, meine Sichtweise, also die beruht auf persönlichen Erlebnissen, also wie gesagt, auch durch, wie gesagt, subkulturelle Zusammenhänge wie bei Hannes. Also ich war auch mit meiner Hardcore-Band in Russland unterwegs, also im DIY-Spektrum. Und wie gesagt, also seitdem besteht enge Freundschaft und Verbindung und Zusammenarbeit mit antifaschistischen und anarchistischen und wie gesagt, also subkulturellen Gruppen Russlands. Und wie gesagt, daher nehme ich meine Informationen und wie gesagt, also dann bin ich hier halt nun jetzt bei euch in Bremen. Drei, vier Stunden Zeit haben wir für meinen ersten Teil Vortrag. Ich versuche das ein bisschen lockerer zu gestalten. Also, falls ihr eine Frage habt oder mehrere Fragen oder irgendwie oder ich zu undeutlich oder zu schnell spreche, unterbreche mich sofort. Also, jetzt, also bloß kein Stock im Arsch oder so, Leute. Einfach, also wie gesagt, mich ruhig unterbrechen, fragen, ne, damit wir also wirklich nicht so eine starre Vortrags. Gegebenheit haben. Danke. Also wie gesagt, also feel free to disturb me. Okay, ja, wie ihr schon lesen könnt, also Russland erlebt durch eine Staatenpolitik geförderte Entwicklung der Gesellschaft, in der rassistische, nationalistische und xenophobe Einstellungen durchlebt und akzeptiert werden. Es ist die bittere Realität Russlands, dass neonazistische Gruppierungen als paramilitärische Brigaden auch an Waffen ausgebildet, als offizielle Organisation vertreten oder als Schlägertrupps in den Städten unterwegs sind. Diese haben insgesamt mehrere 10.000 Mitglieder und sind aktiv. Also, klar, was schwarz auf weiß steht, also kann man gut lesen, aber verstehen eher weniger, weil wie gesagt, also Russlands Geschichte natürlich basiert die auf der Geschichte der UdSSR, also wie gesagt, also die post-sowjetische Zustände seit der Anfang 90er, die waren alles andere als verständlich für Mitteleuropäer. Weil, wie gesagt, also von Identität her, von politischer Struktur, von, wie gesagt, die Gesellschaft war komplett eine andere also als im Westen. Und wie gesagt, also für Mitteleuropäer oder halt die Leute aus dem Westen ist das ganz schwer nachvollziehen, also wie die Gesellschaft überhaupt dort ist halt. Ne? Und wie gesagt, also Anfangszeiten des Russlands, also Anfang der 90er bis Mitte 90er, also gab es ja also aus subkultureller Sicht weniger eine Stagnation, sondern eher ja bloß ja gar keine Entwicklung, weil wie gesagt, also um stagnieren musst du dich erstmal entwickelt haben. Und wie gesagt, in Russland gab es also weder noch irgendwelche DIY-Strukturen noch irgendwelche Locations, wo wie gesagt, wo die Jugend sich treffen konnte und irgendwie sich subkulturell sich also interessiert und etwas aufbauen konnten. Wie gesagt, das waren alles so post-sowjetische Zusammenhänge und wie gesagt, noch ganz starre
konservative Meinungen, Sichtweisen, ne, und deswegen also sind bis heute sogar also in weiten Teilen der Gesellschaft Russlands, also Xenophobie ist sehr weit integriert, also in die Mentalität Russlands, also auch in jungen Leuten, ne, also Antisemitismus ist ganz weit vertreten, also Prozentzahl weiß ich nicht, aber Antisemitismus ist halt Kontext, ne? Also das ist ganz normale bürgerliche Meinung halt, ne? Und daraus resultiert natürlich also Rassismus und Nationalismus und mit allem Scheiß, was halt dazu gehört. Und wie gesagt, also basierend auf solchen Zuständen, dass wie gesagt, also Xenophobie und Rassismus sehr weit in der Gesellschaft integriert sind. Also war es sehr einfach, also für Nazis, die auch in Russland sehr hierarchisch strukturiert sind, also wo die einzelnen lokale Führer, sage ich mal, meinten, also irgendwelche neofaschistische Schlägertrupps zusammenzubilden, war es sehr einfach für die halt dann solche Trupps auch hinzubekommen. Ne? Also das, zum Beispiel, wo es Putsch in Russland gab, da gab es auch bereits schon zu dem Zeitpunkt, also sogar uniformiert, also schon fertig uniformiert, also schwarze, braune Uniformen und irgendwelche an Swastika angelehnte Auszeichnungen oder Schulterklappen. Solche Schläger waren halt schon aktiv, also haben an Pogrom sich mitbeteiligt, beziehungsweise an Putsch in Moskau. Und da haben wir also versucht, also irgendwie ja so revolutionäre Avantgarde da zu bilden. Naja, ist ja gescheitert, wie die meisten wissen. Naja. Okay, also wie gesagt, ein paar Zahlen dazu, also wir haarsträubend natürlich. Also wo die meisten von euch, also ich schätze ich mal, also ne, also dass viele Aktive sind, ne, also oder halt politische interessierte Leute, dass die meisten haben schon mitgekriegt, dass wie gesagt das Thema Antifaschismus und Neonazismus ist erst 2006, 2007 also durch Medien in Erscheinung gekommen, natürlich durch auch unsere alternativen Medien, ne, sprich Indie-Medien und etc. Wie gesagt, also und wo es die gesamte Eskalationsstufe halt nach und nach also gesteigert wurde, das war ja halt vom Jahre 2007 bis 2010, also das war wirklich also unglaublich, also Gewalt pur, also das war ja kann man mit Worten nicht beschreiben, also wie Zahlen dazu, also die Zahlen dazu sind offiziell bestätigt, also von unabhängigen Organisationen, also die ihre eigenen Methoden haben, also die Zahlen zusammenzustellen, dazu noch später, sprich von 2007 bis 2010 also gab es also rassistische, neonazistische motivierte Morde, und zwar 310 Anzahl. Und über 1250 Menschen wurden zum Teil schwer verletzt. Muss man dazu sagen, dass seit 2010 bis 2014 also ein bisschen abgeflaut ist, also die Gewalt der Neonazis, also aufgrund der Aktivität der Antifa-Strukturen und also natürlich muss man sagen, natürlich aufgrund der Repression des Staates, also wie gesagt, weil nicht zuletzt durch antifaschistische Arbeit ist der Staat gezwungen, gegen Nazis vorzugehen und wie gesagt, also es überhaupt erst anzuerkennen, dass es neonazistische Gewalt gibt und wie gesagt, und dementsprechend dann gegen Nazis vorzugehen und gegen all die Organisationen. Ja, wie schon erwähnt, also gewisse Stagnation, also in Anführungszeichen der 90er. Also jetzt spreche ich in erster Linie von Jugendkultur, also von Entstehung von Subkultur in Russland und vor allem in Moskau, weil wie wir schon merken, also es dreht sich
viel um Moskau, weil aus dem einfachen Grunde, weil Russland ist an sich ein sehr zentralistischer Staat, weil, wie gesagt, es gibt einmal Moskau und das drumherum ist zufälligerweise Russland. So. Und wie gesagt, also mit geschätzten 18 bis 20 Millionen Einwohner, offiziellen Zahlen gibt es da eigentlich nicht, also weil das, was in Wikipedia steht, ist auch also irgendwo hergegriffen. Also, so genau weiß es keiner. Es ist eine riesen Metropole, wie gesagt, bis 20 Millionen Einwohner, wo geschätzte 4 bis 5 Millionen also Illegale sich drin also aufhalten, also sprich Gastarbeiter, ne, oder halt verarmte Menschen oder halt einfach Menschen, die die in ihren Städten, inneren Ländern einfach so jetzt nicht mehr aushalten und einfach ihr Glück in Moskau, in der riesen City versuchen. Ja, deswegen also viel dreht sich viel in Moskau, beziehungsweise auch die Entstehungsphase der Antifa hat vor allem in Moskau stattgefunden. Ja, wir sprechen jetzt von Ende 90er Jahre bis Anfang 2000er Jahre, genau, da steht es auch drauf. Also wie gesagt, also die erste Subkultur, die entstand, wie gesagt, Ende 90er in Moskau, in größeren Städten, aufgrund von einigen ich sag mal Punk-Bands in Russland, also so, da gab es nur einige wenige, also sprich wie Leningrad, so Ska-Punk oder ne, die Stamper kennen vielleicht von euch welche. Ne, also das waren so die wenigen Bands, die sich als Punk nach vorne gestellt haben, aber Punk ohne Punk-Kultur, ohne Subkultur ist gar kein Punk, sondern es ist einfach nur ein Emblem natürlich. Ne? Und so fing es an, dass in verschiedenen Clubs, also die auch staatlich finanziert werden und wurden und werden, dass in Clubs also einige Konzerte veranstaltet wurden. Also wie regelmäßig weiß ich nicht, aber es fand auf jeden Fall also mehrmals im Jahr statt. Also und der bekannteste Club dafür hieß Club Estacada. Und wie gesagt, da traten also meistens russischsprachige Bands auf und in dem Club, wie gesagt, also da gab es eine gewisse Security, die vom Club gestellt wurde und die dafür berühmt war, also fast offen, also neonazistisch zu sein und durch die Gewaltexzesse gegen Konzertbesucher und teils auch gegen die Bandmitglieder. Und wie gesagt, also da war schon ein gewisser Grad der Eskalation erreicht, halt, weil wie gesagt, also weil die Gegend, wo der Club stattfand, ne, dass die lokalen Nazis da und die lokalen, sag ich mal, Saufgangster da aus Betondschungel, die Konzertbesucher immer wieder bedrohten, immer wieder, dass sie immer wieder zusammengeschlagen wurden und wie gesagt, die brutale Security dem Club, also die Jugend gar nicht ihr Verständnis vom Punk ausleben ließen. Da war einfach der Siedepunkt erreicht, also wo einzelne exzentrische Personen angefangen haben, also zu überlegen, also selbst organisierte also Schutzgruppen zu mobilisieren und in erster Linie, das war Vanya Kastalom, also Vanya Kudarskoy, also Hannes wird zu der Person natürlich auch noch was sagen, sehr bekannte Person Russlands, die leider ermordet wurde 2009 von Neonazis. Und wie gesagt, schon zu der Zeit, also war er die Schlüsselfigur, der Mut gehabt hat, also sich den Nazis entgegenzustellen und wie gesagt, er hat sich einfach nur ein paar Punks also zusammengeschustert halt und die haben angefangen Sport zu machen und wie gesagt auch wie sagt man dazu hier, Sportgruppe zu bilden halt und mit Erfolg, also das war der erste
der erste Durchbruch, also wo die halt wirklich der Neonazis auf Konzerten, vor allem in diesem Club Estacada, wo die wirklich also Parole bieten konnten. Ne, das waren die Anfänge, also 2000er Jahre, also 2002 bis 2003, also da gab es schon regelmäßige Selbstschutzorganisationen, also für Konzerte. Ne, und zu der Zeit konnte man gar nicht von Antifa sprechen, weil wie gesagt, also die Leute haben sich nicht als Antifa sich nicht als Antifa identifiziert, sondern sprich als pure Reaktion auf die Gewalt auf Straßen, auf die Gewalt auf Konzerten, also haben sie einfach Anti-Nazi Selbstschutzorganisation genannt oder wie auch immer halt, ne? Und naja, obwohl Antifa ist ja auch an sich eigentlich reaktionäres Wort, also ne, also Antifaschos, also eigentlich, wie man es nennt. Also war das ja eigentlich schon Anfang der Antifa. Ja, wir sind immer noch bei 2002, 2003 bis 2004. Wie gesagt, ermutigt durch selbstorganisierte Gruppen um Vanya Kostolom, also wo viele Punks, also viele Skinheads, also jetzt Rush Skins, Sharp Skins und Punks, also sich zusammengetan haben und wie gesagt, also primär also für jedes Konzert, also da waren und wie gesagt, also ging erstmal darum, also Schutz für die Konzerte zu organisieren, gucken, dass die Nazis also wirklich also sprichwörtlich von den Konzerten rausgeschmissen werden. Also, weil in Russland da gibt's keine AZs und da gibt's also gar keine linke Infrastrukturen, Locations gibt's da gar nicht und, oder gab's nicht und gibt's bis heute nicht. Deswegen, also die einzigen Orte waren halt solche Clubs, wo man sich treffen konnte. Also sprich, wo die Bands gespielt haben und das war's eigentlich schon. Und darüber hinaus hat man sich irgendwo dann außerhalb irgendwelchen Orten getroffen und naja, zusammen halt die Zeit verbracht. Also Musik gehört, Skaten, was weiß ich, Sport, Kiffen und Saufen, was man so macht ne, als Teenager. Genau, dann kommen wir zum nächsten Siedepunkt, also wo es wirklich, wo es also aus meiner Sicht, also wo es auf jeden Fall einen Wendepunkt gab. Also es war Ereignis am Abend des 3. April 2005, wiederum in Moskau. Und zwar, es gab einen Auftritt von mehreren Bands, wo unpolitische Bands übrigens, also russischsprachige unpolitische Bands, also und zwei Bands insgesamt, also alle Mitglieder, ich weiß nicht, waren 12 bis 14 Leute, glaube ich, also 14 Leute waren das, die vom Club also Richtung nach Hause fuhren, also und gemeinsam in einem Waggon. Und genau, an dem Abend, wo die Auftritt gehabt haben, haben sie sich offen gegen Faschismus gestellt, beziehungsweise ja, von der Bühne aus halt gesagt, nächster Song oder gegen Faschismus oder allgemein ein Statement abgegeben. Auf jeden Fall unpolitische Band, die einfach nur ein kurzes Statement abgegeben haben. Und daraufhin, wie gesagt, also auf dem Heimweg nach Hause, wurde in den Waggon gestürmt. Es waren ungefähr 20 junge Leute, waren alle in Camouflage, wie heißt das, tarnfarbene Uniform, also waren alle einheitlich eingekleidet und waren alle mit der Eisenstange bewaffnet, also sprich diesen Moniereisen, diesen dicken Moniereisen, die ihr von der Baustelle kennt. Und wie gesagt, also die Fahrt, die gedauert hat von einer Station zur nächsten, 3, 4, 5 Minuten, wie viel das sind, ne, bei der Regionalbahn in Moskau. In der Zeit also wurde also ohne Vorwarnung direkt auf die Mitglieder eingeschlagen und man hat gezielt also auf die Köpfe geschlagen von Menschen. Also das konnte man auch danach auch erkennen, also weil
Die meisten Leute hatten mehrere Brüche in Unterarmen, in Handgelenken, weil die sich selbst geschützt haben. Und natürlich, also am Kopf wurden auch viele getroffen. Also wie gesagt, das waren sehr viele Platzwunden, also sehr viele Knochenbrüche. Und ein Bassist von der Band Schluss, also der ja wahrscheinlich schlief oder was weiß ich, besoffen war, ist auch irrelevant. Er lag noch auf dem Boden und wie gesagt, wo das Ganze anfing, also wurde eben sogar die Eisenstange also durch den Kopf gebohrt, durch ein Auge. Also wie gesagt, also das ist ein Zeichen, absolutes Zeichen dafür, dass die Nazis also auf jeden Fall also im Mordgedanken da reingestiegen sind. Und das war ein sehr, ja, sehr lautes Ereignis in Moskau, in Russland, was durch alle Medien ging. Und wie gesagt, also die sämtlichen Kanäle haben davon berichtet, also haben das gezeigt und war ein offenes Geheimnis, dass das Neonazis waren, ne? Weil wie gesagt, die Band hat ja Vermutungen angestellt, weil also wegen ihrem Statement beim Konzert und wie die Leute angezogen waren und wie gesagt, also was für Sprüche da fielen und es war offenes Geheimnis, dass Neonazis waren. Und ja, die Verantwortlichen, sage ich mal, jetzt spricht seitens der Stadt und seitens der Polizei, also wurde immer wieder Statement abgegeben, nein, das sind Auseinandersetzungen zwischen irgendwelchen subkulturellen Punks oder, ja, was weiß ich, ne, also das, wir haben keine Nazis in Russland, Punkt, also, ne, das kann es nicht geben, also das. Wie kann man Faschisten haben in einem Land, das Faschismus besiegt hat? So, ne, Punkt. Ne, und ab dem Punkt, also wo die Leute gesehen haben, also dass solche Gewalteskalation stattgefunden hat, wo die Nazis organisiert wirklich also auf die Bands drauf sind und wirklich, also die wollten sie töten. Dass der Staat nichts dagegen gemacht hat, also da war der nächste Siedepunkt erreicht, wo die Menschen, also die schon zu der Zeit also schon ein bisschen DIY-Struktur gebildet haben, die schon selbst organisierte Konzerte durchgeführt haben, ne, also sprich Igor von What We Feel, der Bassist, also, ne, also er ist auch eine der Schlüsselfiguren Russlands, der schon damals, also wie gesagt, also DIY-Strukturen mit aufgebaut hat und also wie gesagt, also sehr viel der Antifa-Szene beigetragen hat in Russland und heute noch beiträgt. Und wie gesagt, als Reaktion auf dieses Ereignis, also wurde dann, also zum ersten Mal in Russland wurde ein Konzert veranstaltet, also was es rundherum also um Antifaschismus sich drehte. Sprich, also es wurde massiv und wie gesagt, aggressiv nach vorne wurde es als antifaschistische Aktion proklamiert, also und wie gesagt, also dass die Bands, die alle da gespielt haben, die Leute, die dahin kamen, die wussten, also das ist eine Aktion gegen Faschismus, wir müssen zusammenhalten gegen Rassismus, gegen die Nazi-Gewalt auf Straßen. Ne, und wie gesagt, 2005, 3. April, also seit diesem Ereignis, also da haben sich viele aktive Gruppen gebildet, ne, also wie ich schon erwähnt habe, also in erster Linie aus subkulturellen Kreisen natürlich, klar, also viele anarchistische Gruppen, viele Skinheads haben sich zusammengetan, weil wie gesagt, also die ersten antifaschistischen Zusammenhänge wurden auch viel durch Skinhead Leute halt ins Leben gerufen, halt so rasch, also Red Anarchy Skinheads oder Sharp Skinheads, ne, also wo es halt, ja, ne, also ist ja auch offenes Geheimnis, wo es so halt, ja, maskulin nach vorne und, ne, wo Aggression und Brutalität eigentlich schon irgendwie nicht verneint wird. Und ja, wie gesagt, also mehr so die subkulturelle Leute, also haben sich ja offen zu Antifaschismus bekannt und wie gesagt, also ab dem Zeitpunkt, also haben sich viele aktive Gruppen gebildet und wo es auch Überschneidungen gab, also wo Punker, Hardcorer, ne, Skinheads und Straight Edge, Straight Edger sich überschnitten und wie gesagt, auch
viele Kontakte wurden gebildet und wo die Menschen schon vernetzt waren und wie gesagt, also das war die, also der Keim war gesetzt praktisch. Ne? Genau, und ja, selbstverständlich, also da wo es Subkultur bestellt, wo Subkultur sich schnell entwickelt, also aus Selbstorganisation in DIY-Strukturen, also da bleibt es natürlich nicht ohne adäquate Bands natürlich. Dann zu der Zeit haben sich auch viele Bands gegründet, also in erster Linie natürlich im Hardcore, im Punk-Bereich, also eine der ersten antifaschistischen, also Band Russland hieß Proverochnaya Linejka, also Massband, glaube ich, hast es übersetzt. Kennen kaum Leute also in Europa, weil, wie gesagt, das ist eine russischsprachige Band, die eigentlich mehr also Antifa-Arbeiter gemacht haben als Musik. Also da waren schon einige Exzesse bei jedem Konzert da, weil die Nazis das jedes Mal irgendwie platt machen wollten. Nicht erfolgreich meistens. Naja, aber wie gesagt, also das war erster Hardcore-Punk in Russland halt, ne? Also im DIY-Spektrum. Und zu der Zeit natürlich valide, wieder What We Feel, wie gesagt, ich glaube 2005, 2006 haben sie sich gegründet. Ne? Und What We Feel ist, wie gesagt, kennen auch schon wahrscheinlich die meisten von euch, sehr entscheidende Band für Russland. Die unglaublich viel geleistet hat, also die wirklich ja, durch Songtext, durch Statements, durch solche Arbeit, ne, durch internationale Arbeit, also sprich Solo-Touren oder Infotouren und etc., hier sehr viel dazu beigetragen haben, dass also zum heutigen Zeitpunkt also Antifaschismus also wirklich also, sich in Russland etabliert hat. Wir bleiben also bei, wie gesagt, bei Eskalation, Straßenkrieg, also anderes konnte man es nicht nennen, weil ab dem Zeitpunkt ist wirklich Straßenkrieg ausgebrochen, weil dass die vielen Neonazis Russlands, also in erster Linie Moskaus wieder, dass die gemerkt haben, dass da also Widerstand gibt, dass die goldenen 90ern vorbei sind, ne, wo halt keiner den Nazis Parole bieten konnte, dass sobald jeder Bürger irgendwie Springerstiefel und Jeans und Fred Perry gesehen hat, sofort die Straßenseite gewechselt hat und kein Widerwort gesagt hat. Und die Zeiten waren vorbei, weil, wie gesagt, dass schon regelmäßige Punkkonzerte wurden ohne Nazis, Nazi-Beteiligung durchgeführt und wie gesagt, auf Straßen wurde ja auch immer wieder zurückgedrängt und naja, seitens der Faschisten gab es nur eine einzige Antwort, sprich ja, die Spirale der Gewalt also hochzuschrauben, also und ins Maximale leider. Und ja, einer der ersten Morde, die wirklich auch viel durch die Medien ging, also vor allem durch die linke Medien, ne, es traf Timur Kacharava, ist ein Anarchist und Bandmitglied auch aus einer Band, die heißt Sandinist aus St. Petersburg, beziehungsweise danach hat sich die Band aufgelöst, wo er ermordet wurde. Timur Kacharava war am helligsten Tage mitten in St. Petersburg an einem zentralen Platz, also mit seiner Footnote Bombs Gruppe unterwegs. Und ja, wie so oft eigentlich, weil wie gesagt, er war sehr aktiv und wie gesagt, die über 10 Nazis haben ihn sofort angegriffen, also mit Rufen Anti-Antifa. Und alle mit Messern bewaffnet, haben ihn angegriffen, ihn und seinen Freund. Sein Freund, also der konnte den Angriff überleben und Timur Kacharava leider nicht. Wie gesagt, also er starb noch vor Ort, also von zahlreichen Messerstichen, weil, wie gesagt, die Messerstiche waren alle im Hals, im Kopfbereich. Also es war eine gezielte Tötung. Ne, und das war der 13. November 2005. Es ist natürlich unmöglich, also alle Opfer zu erläutern, also und irgendwie
Ne, also bei, wie gesagt, bei die bekanntesten, sag ich mal, Menschen oder halt da, wo wie gesagt, also die Morde, wo es die meiste Reaktion danach gab, also, oder halt Leute aus Szene, also die werde ich erläutern, also, ne, also, was natürlich also nicht also die Tatsachen mindern sollte, also dass man allen Opfern gedenken sollte. Es war 19-jähriger Alexander Rüchen, der am 16.04.2006 in Moskau ermordet wurde. Genau, Hannes sagt noch auch noch was dazu, weil der Mord passierte direkt an dem Club, wo ein Konzert stattfinden sollte, mit Tackleberry und What We Feel. Direkt, also quasi direkt vor dem Eingang des Clubes, wurde überfallen und auch wieder mit mehreren Messerstichen von mehreren Personen ermordet. Also ein 19-jähriger Student, der gerne Punkrock gehört hat, der Theologiestudent war, glaube ich. Ja, wie gesagt, und ja, es war, ja, natürlich, wenn man solche Gewalt erlebt, also seitens der Bandmitglieder, seitens der Menschen, die in Subkultur aktiv sind, ist es natürlich sehr schwer, damit umzugehen. Also, das, ja, ein Mensch kann sich das natürlich nicht vorstellen, also wie das so ist, wenn du zum Punkkonzert gehst und dein Freund ist dann tot, also, und dann, wie gehst du damit um? Und, wie gesagt, das war eine sehr konfuse Zeit, war das in Russland, wo ja, mehr Fragezeichen natürlich da waren als Antworten, und an diesem Ereignis, also an dem Tod an Sascha Rüchen, ist auch Band What We Feel quasi fast zerbrochen, weil, wie gesagt, die haben schon einzelne Bandmitglieder überlegt, also die Band nicht mehr weiterzuführen, weil die Menschen verspüren auch gewisse Verantwortung natürlich, weil man denkt sich, okay, also im Sinne von Ursache und Wirkung, also was wäre, wenn wir gar keine Konzerte mehr spielen würden, dann würden die Menschen auch nicht zum Konzerten kommen und würden sie nicht in Gefahr laufen, also ermordet zu werden oder schwer verletzt zu werden. Ja, also ist irgendwo eine logische Folge nachvollziehbar, aber die Menschen entschieden sich dagegen, also die Menschen entschieden weiterzumachen und wie gesagt sich ja, sich noch mehr zu organisieren, also ne, dass die Konzertbesucher waren schon alle vorgewarnt, ne, dass wie gesagt die Selbstschutzbedürfnis der Menschen steigerte sich natürlich, aber nichtsdestotrotz, also viele Menschen haben den Rücken gekehrt, also zu der Antifa-Szene, ne, oder halt zu der DIY-Szene an sich halt, ne, ist verständlich, also, wenn junger Mensch zu Hause sitzt und denkt sich, okay, gehe ich heute zum Konzert, dann überlebe ich das vielleicht nicht, oder gehe ich mal ins nächste Café und trinke ein paar Bierchen mit Kumpels. Ne, und ja, wie gesagt, war eine sehr schwierige Zeit in Russland. Nächster, ja, wie sagt man, lauter Mord dazu, lautes Ereignis. Die Person ist Fedjai Filatov, also sein Spitzname war Fedjai. Ist eine sehr wichtige Person in Russland, also vor allem in der Skinhead-Szene Russlands, der also Trojan Skinhead Moskau mitgegründet hat, der bei Sharp Skinheads aktiv war, der wirklich quasi an vorderster Front von Anfang mit dabei war und von vielen Leuten geschätzt wurde, halt, ne, als treuer Freund, als konsequenter Mensch, der sich den Nazis entgegengestellt hat, also obwohl es, ne, so viele Morde gab, obwohl die Nazis es gab, also seit 2006, es gab, weil die meisten Angriffe haben praktisch mit Waffen stattgefunden. Weil ja, jeder Nazi, der auf Straße als Nazi zu erkennen ist, also man konnte davon ausgehen, der ist schwer bewaffnet. Also da waren immer Messer mit im Spiel, und seit 2008, 2009, also
als Bewaffnung kam noch die, so ein gewisser Trafmat dazu, ist eine Schusswaffe, wo Gummi ummantelte Stahlgeschosse, also aus dem Lauf rausgeschossen werden, so, was auch durchaus tödlich wirken kann von einem Schuss, also wenn man so, weiß ich, 1,5-2 Meter Entfernung, also als Distanz hat. Aber dazu noch mehr, wenn wir noch Zeit haben. Und ja, wie gesagt, also das 2008, also im Oktober 2008, das war auch sehr laut durch die linke Struktur Deutschlands durchgegangen, also weil das war schon, also zumindest habe ich den Anschein, dass wirklich, das war der Punkt, wo wirklich massive internationale Solidarbeit, also Richtung Russland gegeben hat, wo es viele Aufklärungskampagnen gab, ne, wo es schon auf russischen Staat also massiven Druck gab vom Ausland, also durch Antifa-Arbeit, durch Kundgebungen, durch Demos, durch Flyer-Aktionen, durch Bahn-Aktionen, also durch, wie gesagt, durch Interesse der Menschen, also ne, und Internet hat ja viel dazu beigetragen, dass das alles viel schneller ging. Ne, und zu der Zeit, also war schon die russische Regierung, also nur die Polizei, waren schon gezwungen, also offen zuzugeben, dass es neonazistische Strukturen und also schwerwiegende Organisationen in Russland gibt und die aktiv sind und ja, sind bewaffnet und wie gesagt, das sind richtige Paramilitärs, die aktiv sind und ja, wo es gilt, gegen sie vorzugehen. Also, nächstes trauriges Ereignis, was auch also ganz groß, also auch durch Massenmedien ging, es war der Mord an Stanislav Markelov und Anastasia Baburova. Stanislav Markelov war also sehr wichtige Person für russische Antifa an sich und weil, wie gesagt, er war ein Menschenrechtsaktivist und ein sehr guter Anwalt, der also aus dem absolut reinen moralischen Empfinden wirklich die ärmsten, sage ich mal, die Menschen der Gesellschaft vertreten hat, also sprich, also die unattraktivsten juristische Fälle an sich genommen hat, halt hatte, wie gesagt, Antifaschisten vertreten, hatte viele Kaukasier vertreten, ne, oder halt viele Ungerechtigkeiten oder viele halt viele Sachen, die in Kaukasus, in Tschetschenien vor allem passiert waren, wo er ganze Fälle behandelt hat und zum Teil auch erfolgreich, also war einer der wenigen Anwälte, die sich überhaupt das getraut haben, also gegen diese Mafia-Strukturen vorzugehen und wie gesagt, also um offen gegen die Nazis vorzugehen, indem er halt Antifaschisten vertrat. Anastasia Baburova war eine junge Anarchistin, Antifaschistin, die nach Moskau zuzog. Sie auch, auch als Antifaschistin in Moskau aktiv war und schon die letzten Jahre also sehr viel mit Markelov zusammengearbeitet hat, beziehungsweise auch zu seinem Schutz, also oft mit ihm zusammen war, auf offener Straße, weil nach den ganzen Morden, wo die 2006, 2007, 2008 passierten, das war schon klar, weil dass die ganz oben auf der Liste stehen für die neonazistische Gewalt. Und die wurden auf offener Straße von einem Neonazi erschossen, also mit einer Schusswaffe, also im Hinterkopf, wo es später, also wenn man den Mörder gestellt hat und herausgefunden hat, also dass das also militantes Neonazi-Pärchen war, die schon seit Jahren aktiv waren und wo die wirklich also ganzes Waffenarsenal zu Hause gehortet haben und
Ja, dazu erläutere ich noch mehr, also, weil die gesamten Infos, die ich jetzt nenne, also jetzt sprich, das, was alles passiert ist, also die ganzen Morde, also und seitens Neonazis, welche Organisationen das waren, welche Einzelpersonen das waren, das kann man wunderbar alles aus dem Internet herausfiltern, also sprich von den Links, die ich später dann hier aufleuchten lasse. Ja, kommen wir ja zu Vanya Khudarskoye-Kostolom, wie schon erwähnt, also eine also unglaublich wichtige Person, also für die Antifa Russlands, also das ja, kann man nicht in Worte fassen, also ist ja, ein intelligenter, exzentrischer Mensch, der, wie gesagt, der einfach konsequent war und wie gesagt, Selbstschutz organisiert hat für Konzerte, auch für Markelov und wie gesagt, also an sämtlichen Parametern aktiv war, sondern auf allen Ebenen und also immer für die Leute da war und wie gesagt, große Unterstützung geleistet hat. Sagt der Hannes auch noch dazu noch einiges natürlich. Genau, also dieser Mord geschah vor seiner Haustür, wurde wieder in den Hinterkopf geschossen, mit zwei Schüssen wurde ermordet in seinem eigenen Hausflur quasi, am 6. November 2009. Das war der letzte laute Mord seitens der Neonazis, weil seitdem ist seitdem also war der Staat also definitiv gezwungen, also gegen die Nazis also massiv vorzugehen, wo auch zu der Zeit schon also einige neonazistische Organisationen verboten wurden. Gut, das bringt natürlich nicht viel, also dass bloß eine Organisation verboten wird, aber nichtsdestotrotz, also, ne, also finanzielle Mittel fließen da nicht mehr und wie gesagt, einige Nazis sind auch im Knast gelandet und ja, dass die Polizei also sich den Neonazis schon vorknöpfen musste. Ja, viel trauriger Stoff, also, ne, also, aber ohne das zu erwähnen, kann ich das hier nicht vortragen, tut mir leid, Leute, ne, also, aber ist halt die bittere Wahrheit Russlands, ne, also, wie das entstanden ist, also, wie gesagt, aus einer Gewaltspirale heraus mussten die Leute, wie gesagt, also, ja, blöd gesagt, hart bleiben und einfach, wie gesagt, also, nicht zurücktreten und wie gesagt, die haben weitergemacht und wie gesagt, nichtsdestotrotz, also hat er auch viel internationale Arbeit dazu geleistet, dass die Menschen da nicht unter den Tisch gekehrt wurden, also seitens des Staates, sowohl die, wie gesagt, weil durch wie ich schon gesagt habe, dass durch internationale Arbeit, durch solche Arbeit, also von Aktiven in Deutschland, in Spanien, in Frankreich, ne, in England, dass das internationale Druck immer aufrechterhalten wurde und dadurch also war es auch also sehr positiv für die Antifa-Szene, also dass die alte immer auf der Oberfläche des Informationsflusses also erhalten blieben und nee, dafür sind die Leute auch oft dankbar, also das kriege ich immer wieder zu hören. Ja, wir haben ja nicht viel Zeit eigentlich, also, ne, also die Zeit ist eigentlich um. Okay, ja, ihr seht einfach ein paar Bilder jetzt von Ereignissen auch wieder um Moskau herum, also wo Neonazi-Schläger halt von Baufirmen engagiert wurden, um die Waldbesetzer, also anarchistische Gruppen zu vertreiben. Als Antwort darauf von der Antifa-Szene gab es halt eine Demonstration von 300 bis 400 Menschen, wo halt Administrationsgebäude von Himke angegriffen wurde. Also ihr seht ja schon, ne, also eine kleine Militanz hier. Ne, und war auch ein Schlüsselerlebnis für die Antifa-Szene. Dass
seitdem gab es also noch nie da gewesen eine gewaltige Repressionswelle seitens des Staates auf die antifaschistische Szene, wo viele Antifas Russland verlassen mussten, bis heute noch immer sich im Ausland aufhalten, auch in Deutschland. Wo auch viele Antifas und Anarchisten unterschlupfen im Ausland, also politisch, auch offiziell politisches Asyl haben, sprich Finnland oder Holland. Und ja, seitdem, also das hat wirklich also die russische Antifa-Szene sehr hart getroffen, also diese Repressionsmaßnahmen des Staates, weil wie gesagt, Russland ist ein Polizeistaat definitiv und das wird nicht weniger, es wird eher mehr und ihr merkt ja gerade, was in der Ukraine los ist. Ne, das, wie gesagt, Geheimdienste sind sehr gut organisiert in Russland und die haben schon sehr große Macht. Also, und Antifa wird offiziell als verbotene Organisation angesehen und dementsprechend werden die auch in Russland behandelt. Halt. Ne, und nächstes Schlüsselereignis war auch der 6.12.2010, wo beinahe in einer Auseinandersetzung halt ein Spartak-Fan ermordet wurde von einem Kaukasier. Dieser junge Mann war ein Spartak-Fan, Spartak-Moskau-Fan und wie die meisten, also das sind über 90% Fußballfans in Russland, also in ganz Russland, egal welcher Verein, sind offen rechts, sind also nicht nur rechts offen, sondern also aggressiv rechts und also das ist auch Standard in Russland leider halt, ne? Also Fußball ist definitiv neonazistisch. Und daraufhin gab es große Ausschreitungen in Moskau, habt ihr auch vielleicht noch in Nachrichten mitbekommen. Ne, und ich meine, linken Medien war das sowieso präsent und wie gesagt, also zu der Zeit, also wo mehrere Tage danach Pogrome stattgefunden haben, wurden landesweit über 4000 Festnahmen durchgeführt, also sprich an Rechtsradikalen, ne, und ein kleiner Teil davon waren auch halt Kaukasier, die auch als Gegenreaktion auch irgendwelche Aktionen gemacht haben und Demonstrationen. Naja, ist auch so ein ganz krasses Bild hier, was auch zu der Zeit entstand, ne, wo an dem Manежная площадь, also Manежная Platz heißt das, ne, sieht im Hintergrund Roter Platz und naja, ist schon, ja, sind schon ein paar tausend junge Leute, die also die nicht nur Winke-Winke machen, sondern also definitiv einen Hitlergruß. Also und naja, das Bild sieht Putin, glaube ich, nicht sehr gerne. Genau, da sind ja, kommen wir schon zum Schluss, also wie gesagt, ich bleibe noch lange heute hier, also ich habe Material, massenweise Material bei mir, falls jemand Interesse hat, also ich kann das als Link auf E-Mail-Adresse schicken oder auch direkt hier auf USB-Stick laden, also und für eure Fragen bin ich da, also ist gar kein Problem, also wie gesagt, Leute, ich habe heute Zeit und ich helfe gerne. Und bei den Links, die ihr vorne seht, also schreibt euch die ruhig auf, also falls ihr interessiert seid, weil dann, also das, was ich angeschnitten habe, also verständlich oder unverständlich, könnt ihr wirklich sehr adäquate Informationen auf Deutsch und also meistens Englisch natürlich auch von den Seiten herholen. Zum Beispiel erster Link, sowatcenter.ru, also ist eine sehr, sehr, sehr gute Seite, wo halt wirklich auch nicht, also NGO-Organisationen, wo die Leute wirklich analytisch, also die rassistischen, neonazistischen Strukturen durchleuchten und wie gesagt, also alles, was mit Xenophobie, mit Rassismus, mit Neonationalismus zu tun hat, die alles durchleuchten und wirklich, also auseinanderpflücken und wie gesagt, also Statistiken hergeben und für ständigen Informationsfluss geben. 19. Januar ist eine Seite des 19. Januar-Komitee, sprich der Tag, an dem Burova und Markelov erschossen wurden, weil sofort danach gab es Komitee 19. Januar, die alljährlich am 19. Januar in Russland die größte antifaschistische Demonstration durchführen. In Moskau und in anderen Städten gab es auch in Deutschland auch
in mehreren Städten, also in verschiedenen Jahren, Demonstrationen und Kundgebungen vor Botschaften am 19. Januar. Ja, und die weiteren Seiten sind also ne, die, ich sag mal, die typischen ne, autonom-antifa-subkulturelle Seiten, wo halt viele Infos dastehen, englischsprachig, russischsprachig und ja, teilweise auf Deutsch übersetzt. Ja, dann macht der Hannes gleich weiter. Wie gesagt, ich bleibe hier. Ja, bloß kein Applaus, ne? Wir switchen dann zum Hannes. Vielen Dank. Ja, moin Leute. Ich bin Hannes. Hallo Hannes. Hallo Leute. Ich nehme das Gefühl. Ich bin heute hier eingeladen worden, weil ich habe früher in einer Hardcore-Punk-Band. Ich habe in einer Hardcore-Punk-Band gesungen, die hieß Tackleberry. Die kam aus Kiel. Und wir haben uns gegründet 2004, 2005, so um den Dreh. Und wir waren, wie soll ich sagen, wir waren alle noch ganz doll jung und ganz doll klein. Und haben beschlossen, wir gründen jetzt eine Punkband, weil wir sind ja alle so harte Punks und hören alle nur auf X. Und deswegen machen wir das jetzt selber. Und das betone ich deswegen, um zu sagen, irgendwie, wir sind da relativ naiv auch rangegangen an die ganze Sache. Weil irgendwie, es ist ja auch irgendwie kein Problem, in Deutschland eine Punkband zu gründen und zu sagen, ich mache jetzt hier mal den Larry und erlebe jetzt hier mal so ein bisschen Tour und so, und das ist alles ganz toll und so. Wir hatten selber bis zu dem Zeitpunkt nicht großartige Erfahrungen mit irgendwelchen Faschos, außer irgendwelchen Dorfspackos, die irgendwie bei uns auf die Schule gegangen sind oder so. Also unser Schlagzeuger, der kommt aus Neumünster, aber das ist halt noch so ein weiteres Thema. Und wir haben uns dann halt gegründet, haben ein paar Konzerte gespielt und haben dann in Magdeburg Igor von What We Feel kennengelernt. Die Band gab es damals noch gar nicht, der war mit als Tourmanager und beziehungsweise als der verrückte Hund von Distemper. Falls ihr die Band mal gesehen habt, der hat immer so einen Hund dabei und da ist dann einer drin und das war halt Igor. Und Igor und ich, wir haben uns dann ein bisschen ausgetauscht und er meinte, dass die Band ganz toll ist und dass er unbedingt für uns eine Tour in Russland klar machen möchte. Und wir haben uns ganz prächtig amüsiert. Am nächsten Tag wusste ich tatsächlich noch seine E-Mail-Adresse und dann habe ich ihn angeschrieben und er war immer noch begeistert und wollte das unbedingt machen. Und dann haben wir das halt, ja, haben das organisiert, haben einen Zeitraum festgelegt und dann ging das los. Igor hat mir im Vorfeld schon ein bisschen erzählt, wie das halt momentan zu dem Zeitpunkt, das war 2006 war das, fand die Tour statt. Und wie Dennis gerade schon erzählt hat, war von 2005, 2006 bis 2010 war eine sehr harte, sehr gewalttätige Phase in Russland. Er hat uns schon erzählt, dass das nicht so ganz einfach ist und so und hat mir dann gesagt, ich soll mal mit André von der Band Hausverbot sprechen, so einer Punkband aus Berlin. Für die hat er nämlich auch eine Tour in Russland gemacht und das habe ich dann halt gemacht, habe mit diesem André gesprochen und der hat mir auch gesagt, dass das nicht ohne war, denen ist nichts passiert, die haben ganz tolle Tour gehabt, ist auch nichts weiter vorgefallen außer tollen Konzerten und einer Menge Spaß. Aber er sagte, dass wir uns darauf einstellen müssen, dass wir so, wenn wir uns in der Öffentlichkeit bewegen, außerhalb von irgendwelchen Clubs und so, dass wir dann quasi gefährdet sind. Und so kam es dann auch. Wir sind dann nach Moskau geflogen und wurden am Flughafen abgeholt von Igor. Und bevor wir überhaupt einen Schritt aus dem Flughafengebäude rausgemacht haben, hat er uns erstmal alle zusammengerufen und dann durften wir uns hinsetzen und andächtig lauschen. Und dann hat er uns erzählt, was so abgeht und was halt auch auf uns zukommt. Weil wir waren halt, ja, wir waren naiv, wir wussten halt nicht so richtig, was auf uns zukommt. Es hat natürlich von uns keiner Russisch gesprochen, es spricht auch bis zum heutigen Tag von uns keiner Russisch. Und er meinte so, wir sollen uns auch nicht darauf verlassen, dass irgendjemand in dem Land mit uns Englisch sprechen würde, geschweige denn Deutsch. Also wir werden uns nicht verständigen können, wir werden die Sprache auch nicht lesen können. Deswegen hieß es, ihr bleibt immer bei uns und dann ist alles gut. Was das bedeutete, war im Klartext, da war Igor, dann war da seine Band, What We Feel, und dann hatten wir immer einen Pulk von 5 bis 10 Leuten um uns rum, die auf uns aufgepasst haben. Die waren echt, das war komisch. Wir wurden eskortiert durch die U-Bahn, die Straßen entlang, wir waren nie alleine, weil die halt die ganze Zeit geguckt haben, was machen die Hans-Kuck-in-die-Luft-Typen da aus Deutschland, machen die jetzt irgendwas falsch und so. Und die haben uns halt dann auch natürlich erzählt, wir sind gefährdete Personen und dass das halt nicht so ein
dass in einer Punkband zu spielen in Russland nicht einfach nur so ein Lippenbekenntnis ist, was es in Deutschland vielmals ist. Also quasi, wenn du in einer deutschen Punkband spielst, dann bist du dann quasi natürlich als Selbstverständlichkeit, sagst du, du bist gegen Nazis und bist ein Antifaschist und setzt dich total dafür ein. Aber das war es dann ja auch oftmals. Und in Russland sind wir quasi, wir sind da reingekommen und die haben uns quasi gesagt, in dem Augenblick, wo ihr euch da auf die Bühne stellt und Punk spielt, seid ihr automatisch politisiert. Also politisiert für diejenigen, die was gegen euch haben. Das haben wir uns natürlich artig angehört und so und sind dann erstmal losgefahren. Das war auch erstmal ganz wunderbar. Das war sowieso, eigentlich war es eine ganz tolle Tour. Wir haben da auch super Sachen kennengelernt, auch in dem ganzen Land. Wir haben super Leute kennengelernt und haben uns auch gut amüsiert. Falls ich also in irgendwelche Tour-Romantik-Geschichten abrutschen sollte, dann sagt ihr mir Bescheid, ja. Wir sind dann losgefahren mit dem Zug nach Kiew und haben da das erste Konzert gespielt. Das erste Konzert fand also in der Ukraine statt. Und da sind wir zum ersten Mal überhaupt mit, wie sag ich denn das jetzt mal so, quasi so Nazis aus dem Osten in Kontakt gekommen. Nachdem das Konzert vorbei war, standen wir draußen auf der Straße rum mit unseren Instrumenten, haben darauf gewartet, dass jemand kommt und uns abholt. Und dann wurden wir alle reingerufen und dann gab es eine große Hektik, wir haben kein Wort verstanden. Der Club wurde abgeriegelt und von innen verbarrikadiert. Und wir standen da halt rum und wussten von nichts und so. Letztendlich kam raus, es ist quasi rausgekommen, da kommt eine deutsche Antifa-Band und hat da ein Konzert gespielt. Der Laden wurde dann umstellt von Nazis. Und wir wurden irgendwann, wurden wir dann quasi von der Polizei zum Taxi eskortiert. Das war schon eine ziemlich eklige Situation. Wir sind dann am nächsten Tag, nachdem wir uns Visa auf dem Schwarzmarkt gekauft haben, zurück nach Russland gefahren und haben dann in Moskau ein Konzert gespielt. Das war alles ganz wunderbar. Und auf diesem Konzert, das war am Donnerstag, war auch dieser eine Junge, der eben gerade in der Präsentation von Dennis vorkam, dieser Sascha, der war auf dem Konzert da. Der hat wohl auch angeblich mit irgendjemandem von uns kurz gesprochen und so und hier und ihr habt ein tolles Konzert gespielt, hat mir ganz wunderbar gefallen. Am Sonntag bin ich wieder hier, weil wir haben am Donnerstag gespielt und dann am Sonntag, das letzte Konzert sollte nochmal in Moskau stattfinden. Jedenfalls sind wir weitergefahren, wir sind nach St. Petersburg gefahren am nächsten Tag und ja, haben da in irgendeinem komischen, weiß ich nicht, so Hooligan-Laden oder sowas gespielt, irgendwann am Rande der Stadt. Es war echt bisschen spooky, die Russen haben halt auch zu uns gesagt, wir sollen bitte aufpassen, die wissen nicht so ganz einzuschätzen, was das für ein Laden ist und was da für Leute rumhängen und so, weil das halt alles Fußballfans waren und mal abgesehen davon, dass keiner von uns so richtiger Fußball-Nerd ist, wussten wir halt auch nicht, ob das irgendwelche Rechten sind. Es hat sich rausgestellt, es war alles ganz wunderbar und so, es ist alles cool gelaufen, trotzdem war es eine mulmige Situation. Einen Tag später haben wir dann wiederum in St. Petersburg gespielt. Das war ein sehr konspirativ organisiertes Konzert. Das Konzert fand am Nachmittag statt in einem Hinterhof. Wir sind da hingebracht worden und es war wirklich mit Klopfzeichen an der Eisentür und so. Und dann sind wir da reingekommen, du hast halt nichts mitgekriegt, dass da, also von draußen hat man nicht mitbekommen, dass da ein Konzert stattfindet und so. Da standen halt Leute am Eingang, haben das alles kontrolliert, haben geguckt, was da für Leute sich rumtreiben auf dem Hinterhof, auf der Straße. Und naja, wir haben dann das Konzert gespielt und haben dann den Platz besichtigt. Also wir sind dann so ein bisschen durch St. Petersburg gelaufen und haben uns so alte Gebäude angeguckt und was man halt so macht als Tourist. Und sind dann an den Platz gekommen, an diesen Platz, wo dieser Timur gestorben ist. Der auch aus der Präsentation, der bei diesem Food Not Bombs, bei dieser Aktion erstochen worden ist. Und wir hatten davon halt auch schon gehört und dann wurde uns das halt irgendwie auch so, ja, so hier ist das jetzt halt passiert. Ne? War ein Platz, alles vollgemalt mit Solidaritätsbekundungen und Blumen und so. Das war schon eklig, aber uns ging es natürlich gut. Wir hatten unsere Leute um uns herum die ganze Zeit. Bis auf, dass es halt ein Platz war, wo ein Mord passiert ist, war das jetzt ja eigentlich nichts. Und am nächsten Tag kam es dann dazu, dass
Wir sind nach Moskau gefahren und haben noch so ein bisschen Sightseeing-Quatsch gemacht und sind dann zu dem Club gefahren, wo wir auch 4 Tage vorher gespielt haben, wo wir dann das letzte Konzert spielen sollten. Und wir waren, glaube ich, irgendwie 20 Minuten da oder so, haben da gerade angefangen zu essen und irgendwie was zu trinken, ein bisschen Instrumente und so aufzubauen. Als dann irgendwann Igor zu uns kam und uns dann so beiseite genommen hat und meinte so, ja Leute, ist gerade was passiert und so, und der konnte auch nicht mehr so richtig an sich halten, er war total aufgebracht, wir haben das gar nicht so richtig kapiert. Und dann meinte er, dass halt dieser Junge, der am Donnerstag da war, der ist 300 Meter vom Laden, also quasi direkt vorm Laden, dem wurde aufgelauert. Der hat irgendwie im Internet, hat er geschrieben, auf seiner MySpace-Seite oder so, hat er geschrieben, das Konzert hat ihm gut gefallen, ich komme Sonntag wieder. Darauf haben die gewartet und haben ihn erstochen. Vor einem Supermarkt. So um 5 oder so. Und das war... Das kann ich nicht beschreiben. Das... Ja. War echt richtig kacke. Wir haben uns dann entschlossen, das Konzert zu spielen. Also wir haben uns mit allen Bands abgesprochen, die dann dort waren. Das Konzert wurde dann halt auch noch mehr gesichert, als es sowieso schon war. Also wir haben keinen Nazi oder irgendjemanden, der versucht hat, auf das Konzert zu kommen, der da nicht hingehört, weil er die Musik hören möchte. Haben wir niemanden davon gesehen, niemanden wahrgenommen. Wir haben halt nur mitgekriegt, dass es halt eben gerade 300 Meter von uns entfernt passiert. Und wir haben uns entschlossen, das Konzert zu spielen. Wir haben mit allen Bands gesprochen und haben beschlossen, dass wir das machen müssen, als Zeichen sozusagen. Dass wir sagen, jetzt erst recht, das können wir nicht auf uns sitzen lassen. Und wir konnten dann noch spielen und noch eine Band außerdem. Und als What We Feel dann angefangen haben, wurde das Konzert gestürmt von der Polizei. Weil die uns vorgeworfen haben, dass wir alle Faschisten sind und dass der Junge, der ermordet wurde, ein Antifaschist gewesen ist. Und die Polizei hat dann alle Leute eingesackt und den ganzen Laden dicht gemacht und so. Ja, und ich weiß nicht, wie wir aus der ganzen Sache jetzt wieder rausgekommen sind oder so. Auf jeden Fall saßen wir irgendwann im Taxi und sind nach Hause gefahren. Das war unser Tourabschluss. Wir sind am nächsten Tag nach Hause geflogen und das war nicht so ganz einfach, weil wir haben auf der eine Woche Tour, die wir da gemacht haben, haben wir natürlich viele Leute kennengelernt, also natürlich die Band What We Feel, aber halt auch die ganzen Leute um uns herum. Einer von diesen Leuten, die die ganze Zeit um uns herum war, der auch mit uns an den Schlafplätzen war, der überall mit uns zu Hause war, war Ivan, der eine Skinhead, den halt alle auch immer nur Bonebreaker genannt haben. Und der war halt um uns rum, hat auf uns aufgepasst. Und ja, 2009 haben wir dann gehört, dass er umgebracht worden ist. Das war natürlich der nächste Hammer, weil das war halt tatsächlich einer, den wir gekannt haben. Dass wir innerhalb von einer Woche quasi Bezug und Beziehung gekriegt haben zu 3 Menschen, die von Nazis in Russland ermordet worden sind. Einmal Timur an dem Platz, wo wir gewesen sind, um das zu sehen. Dann der Junge, der auf unserem Konzert umgebracht worden ist. Und dann Bonebreaker. Naja, wir sind am nächsten Tag nach Hause geflogen und wir haben uns ein bisschen... Ja, wir haben uns irgendwie nicht so wirklich schuldig gefühlt, aber so ein bisschen mitverantwortlich. Wie Dennis auch sagte, wie What We Feel das nach diesem Konzert auch empfunden haben, dass, wie kannst du jetzt eigentlich weiter ein Konzert spielen in Russland, wenn du das Gefühl hast, da kommen Leute zu deinem Konzert und die werden möglicherweise auf dem Weg dahin umgebracht, nur weil sie die Band sehen wollen. Und wir hatten das Gefühl, dass wir diese Leute im Stich lassen. Das war ziemlich eklig, weil wir genau gewusst haben und gespürt haben, dass es jetzt erst wirklich eskalieren wird. Und was es dann ja auch tat. Wir standen dann in Kontakt mit What We Feel die ganze Zeit und
haben dann gehört, die nächsten Morde, die dann stattgefunden haben, wir haben das alles mitbekommen. Und dann haben wir angefangen mit What We Feel Soli-Touren zu spielen in Deutschland und haben eine Menge Geld gesammelt für die Familie von Sascha und für die Antifa-Strukturen in Russland. Das ist die Geschichte gewesen, glaube ich. Ja, das ist gewesen eigentlich. Habe ich irgendwas vergessen? Ja, danke. Wir haben ganz viel gehört, auch emotionale Geschichten an extremer Gewalt gegenüber Antifaschistinnen in Russland. Jetzt ist auf jeden Fall noch Platz für Nachfragen oder Fragen generell zu den Strukturen. Dennis, vielleicht kannst du noch mal hier hochkommen. Ich bin mir sicher, es gibt auch Fragen an dich, weil wir ja auch in der Entstehung gesehen haben, wie das zusammenhängt von Subkultur und Punk und eben Bands, die spielen und wie auch dadurch antifaschistische Strukturen entstanden sind und nach so frustrierenden Geschichten oder Bildern weiterzumachen. Ja, danke auf jeden Fall Dennis und Hannes, dass ihr hier wart.